Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Vorstellung der geplanten Änderung im Rahmen des Deutschlandtags für das Rhein-Main-Gebiet. Während wir uns im letzten Teil das grundlegende Konzept eines integralen Taktfahrplans angeschaut haben und die Vision im Fernverkehr kennengelernt haben, wird es in diesem Teil deutlich regionaler, denn wir schauen uns die Änderungen im Regionalverkehr an. Gleichzeitig werfen wir dabei einen detaillierteren Blick auf die einzelnen Knoten und analysieren verschiedene Verknüpfungen zwischen Linien, inklusive einiger Positiv-, aber auch einzelner Negativbeispiele. Viel Spaß beim Anschauen! Zunächst sei noch gesagt, dass wir uns der Verknüpfung der einzelnen Linien in Frankfurt erst am Ende widmen, da wir ja zunächst erstmal das grundlegende Netz kennenlernen müssen. Wir starten unsere kleine Rundreise durch Hessen mit der Main-Lahn-Bahn nach Limburg. Hier sollen künftig immer mindestens 3 Züge pro Stunde angeboten werden. Zu den Minuten 0 und 30 sollen Regionalbahnen in Frankfurt starten, die bis Limburg wie heute etwa 1 Stunde und 10 Minuten benötigen sollen. Hinzu kommt immer zur Minute 46 ein nicht überall haltender RE und nur in der HVZ zur Minute 16 noch eine weitere Regionalbahn, die dann, mal abgesehen davon, dass der RE nicht überall hält, einen ungefähren 15-Minuten-Takt zwischen der Main-Metropole Frankfurt und der Domstadt Limburg herstellt. Wegen des Überschusses an Zügen von Frankfurt nach Limburg fallen die zusätzlich durchgebundenen Züge Wiesbaden-Limburg im Übrigen vollständig weg. Der Anschlusstaktknoten in Niedernhausen bleibt wie heute erhalten. Ankunft in Limburg ist für die Regionalbahnen immer zu den Minuten 10 und 37, sowie in der HVZ auch zur Minute 22 und für den Regionalexpress immer zur Minute 49. Die meisten Limburger Linien bilden jetzt einen Taktknoten zur vollen Stunde, in der 49 ankommend und 11 wieder abfahrende Frankfurter RE eingebunden ist. Hinzu kommt der sich hier zur vollen Stunde begegnende RE 25 Koblenz-Gießen sowie die hier dann kurz nach der vollen Stunde startenden Regionalbahnen nach Siershahn zur Minute 1 und Bad Schwalbach zur Minute 7. Nur in der HVZ kommen zur Minute 3 abfahrende RB-Verstärker nach Gießen hinzu. Alle anderen Regionalbahnen nach Gießen verlassen Limburg immer zur Minute 33, womit abgesehen eines Umstieges von und nach Frankfurt in Eschhofen keinerlei Anschlüsse gewährleistet werden können. Kaum besser sieht es bei den Regionalbahnen nach Siegen und Kaisersesch über Koblenz aus, die beide um die Viertelstunde ankommen und um die Dreiviertelstunde wieder abfahren und so ebenfalls ausschließlich nach Frankfurt sowie für den Koblenzer Zug auch in Dietz zur RB nach Bad Schwalbach Anschlussbeziehungen bilden. Selbst im Berufsverkehr, zu dem beide Linien bis Westerburg bzw. Koblenz in einem 30-Minuten-Takt fahren sollen, wird die Situation kaum besser, denn die Übereckverbindung aus dem Westerwald in Richtung Rheintal wird zum Beispiel in beide Richtungen knapp verfehlt. Zusammengefasst verbessert sich also die Situation für Reisende nach Frankfurt zum Teil deutlich. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Nebenstrecken sind zwar zum Teil ebenfalls sehr attraktiv, zum anderen aber auch vereinzelt noch sehr unattraktiv. Die extremsten Beispiele sind der Umstieg aus dem Oberwesterwald in den Hochtaunus mit 49, im Berufsverkehr nur 19 Minuten Umstiegszeit, der Umstieg ebenfalls aus dem Oberwesterwald nach Koblenz mit 27 Minuten Umsteigezeit und der aus Siershahn zur RB nach Gießen mit 34, im Berufsverkehr nur 4 Minuten Wartezeit sind ebenfalls noch solche Beispiele. Ein Teil solcher angesichts des integralen Taktfahrplans vielleicht etwas fragwürdigen Verbindungen lässt sich allerdings durchaus rechtfertigen. Denn wie im ersten Teil erklärt, sind Taktknoten keine leichte Selbstverständlichkeit und aufgrund der unterschiedlich langen Fahrzeiten einzelner Linien nur schwer allumfassend zu kombinieren. Denn künftig soll in Gießen ein großer Umsteigeknoten entstehen. Der Regionalexpress schafft es mit einer Fahrzeit von 53 Minuten sowohl den Limburger als auch den Gießener Taktknoten zu erreichen. Die fast 20 Minuten langsame Regionalbahn
muss sich jedoch entscheiden, welchen Knoten sie optimal bedient. Und diese Entscheidung fiel in diesem Fall zugunsten von Gießen aus. Womit sich unsere Beobachtungen nun auch direkt mit einer perfekten Überleitung nach Mittelhessen verlagern. Denn von Frankfurt nach Gießen sollen künftig pro Stunde immer 4 Züge verkehren. Stündlich zur Minute 44 verlässt ein Regionalexpress den Frankfurter Hauptbahnhof, der in Frankfurt West, Friedberg, Bad Nauheim und Butzbach hält und in Gießen per Zugteilung in den überall haltenden Zug nach Dillenburg und den nicht überall haltenden Regionalexpress nach Kassel aufgeteilt wird. Ungefähr um eine halbe Stunde versetzt schaltet in Frankfurt zur geraden Stunde zur Minute 21 der ICE über die Main-Weser-Bahn nach Berlin, der vermutlich wie heute trotz seiner vielen Halte nicht für Nahverkehrsreisende freigegeben ist. In der anderen Stunde hingegen soll es zur Minute 19 einen Zug der Linie HEEX3 der neuen Marke Hessen Express geben, der nur in Frankfurt West und Friedberg hält und in Gießen ebenfalls geteilt wird. Für den einen, vorderen Zugteil, geht es nach Kassel und für den anderen nach Siegen, auf beiden Strecken mit Halt nur an wenigen unterwegs halten. Während heute die durchgehende Verbindung Frankfurt-Siegen nur alle 2 Stunden besteht und die Stundentaktsverdichter zwischen Gießen und Siegen zusätzlich verkehren, sodass letztlich dann insgesamt auch ein Stundentakt entsteht, wird es künftig genau umgekehrt sein. Denn zum eben angesprochenen zweistündigen Hessen-Express kommt noch der für Nahverkehrsreisende freigegebene Intercity Frankfurt-Münster, der jedoch den Umweg über Gießen auslässt, sich allerdings ab Wetzlar mit dem Hessen-Express zum Stundentakt ergänzt. Für Fahrgäste von Gießen nach Siegen, die heute immer durchfahren können, ist so alle 2 Stunden ein Umstieg in Wetzlar erforderlich, während für die durchgehenden Reisenden von Frankfurt nach Siegen, anders als heute, eine stündliche umsteigefreie Verbindung besteht. Aber der Verkehr zwischen Frankfurt und Gießen hält noch mehr bereit. Denn alle 30 Minuten, zu den Minuten 2 und 34 ab Frankfurt, soll es außerdem die außerhalb des S-Bahn-Netzes überall haltenden Regionalbahnen geben. Wovon die eine ausschließlich nach Marburg verkehrt und die andere in Gießen wie so vieles in die Züge nach Kassel und Siegen aufgeteilt wird, auf beiden Strecken mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen. Zur besseren Übersichtlichkeit bedarf dieses Konzept jetzt doch nochmal einer Zusammenfassung. In der Summe ergibt sich zwischen Frankfurt und Friedberg ein grober 15-Minuten-Takt an Expressverbindungen und zwischen Friedberg und Gießen zum einen im groben 30-Minuten-Takt Expresszüge und ebenfalls im groben 30-Minuten-Takt überall haltende Regionalbahnen. Alle 2 Stunden ergibt sich bei den Expresszügen eine Taktlücke wegen des nicht freigegebenen ICEs. Zwischen Gießen und Siegen verkehrt künftig wie angesprochen zum Stundentakt ergänzend im Wechsel der durchgehende Hessen-Express und der mit Umstieg in Wetzlar erreichbare IC. Hinzu kommt eine stündliche Regionalbahn, die bis Dillenburg zum Halbstundentakt verdichtet wird. Nach Kassel gibt es neben dem ICE alle 2 Stunden den sehr schnellen Hessen-Express und stündlich den nur minimal langsameren normalen RE, sowie ebenfalls im Stundentakt eine durchgehende Regionalbahn, die bis Marburg zum Halbstundentakt verdichtet wird. All diese Linien sind von der Fahrzeit her so konstruiert, dass sie in Gießen einen Taktknoten bilden. Das ist möglich, da von den alle 15 Minuten ab Frankfurt verkehrenden Zügen jeder zweite eine etwa 15 Minuten langsamere Regionalbahn ist, sodass in Gießen die Regionalbahn und der nachfolgende Express immer ungefähr zeitgleich ankommen. Konkret erreichen so dann zu den Minuten 26 und 56 immer die RBs aus Frankfurt den Gießener Bahnhof. Und 3-4 Minuten später folgen die REs, die in Richtung Kassel nach kurzem Aufenthalt direkt zu den Minuten 2 und 32 wieder abfahren. Hier folgen dann die entsprechenden Regionalbahnen zu den Minuten 5 und 35. Wegen der nötigen Zugteilung und des Richtungswechsels sieht es nach Siegen etwas anders aus. Denn hier ist die Regionalbahn dann doch schon ein paar Minuten schneller abfahrbereit als der RE, weshalb, um die Reise nicht unnötig zu verlängern, diese bereits zu den Minuten 2 und 36 abfahren, gefolgt vom RE zur Minute 6. Die Regionalbahnen werden dann erst im 13 Kilometer entfernten Wetzlar überholt. Nach diesem Treffen der auf den Hauptachsen verkehrenden Linien verkehren dann ab Gießen folgende weitere Anschlusszüge. Die RB nach Fulda zur Minute 6, die RB nach Gelnhausen zur Minute 6, der RE nach Koblenz zur Minute 10, die RB nach Limburg zur Minute 10 und die RB nach Londorf zur Minute 14. Nach Fulda, Gelnhausen und Limburg
kommt in der HVZ um eine halbe Stunde versetzt jeweils eine zusätzliche Regionalbahn dazu. Doch es gibt noch mehr Spannendes zu erwähnen. Zum Beispiel existiert auch ein 10-Minuten-Anschluss in Wetzlar für Reisende der RB aus Dillenburg zu der nach Limburg und umgekehrt. Oder auch Marburg, wo natürlich ebenfalls Anschlüsse hergestellt werden sollen. Hier ist es allerdings aufgrund der dann wieder entstehenden Differenz zwischen RE und RB-Fahrzeit wieder ähnlich wie in Limburg, sodass nicht alle Linien aufeinander abgestimmt sein können. Die stündliche Regionalbahn nach Bad Laspe, alle 2 Stunden weiter nach Erntebrück, verkehrt zum Beispiel zur Minute 24 ab Marburg. So entsteht ein attraktiver Anschluss von und zum RE aus Frankfurt, sowie in Kölbe an die Regionalbahn aus Kassel. Dafür sind die Umstiegsbeziehungen zur Regionalbahn aus Richtung Gießen oder vom RE aus Kassel nicht gegeben. 10 Minuten später fährt er zur Minute 34 die stündliche Regionalbahn nach Brilon ab, die diese beiden Anschlüsse mitnimmt. Dafür ist dann der Anschluss vom RE aus Frankfurt und der RB aus Kassel jeweils um 10 Minuten länger, was diese Verbindungen wieder unattraktiver macht. Welches Prinzip einem lieber ist, bleibt an dieser Stelle dann jedem selbst überlassen. Nicht unerwähnt sei jedoch zuletzt noch der ebenfalls attraktive Umstieg zwischen den beiden in Marburg startenden RBs, der in Kölbe angeboten wird, sodass selbst über Eckverbindungen aus Bad Laspe in Richtung Frankenberg, Korbach und Brilon möglich sind. Puh, das war jetzt teilweise ganz schön anstrengend und komplex, aber meiner Meinung nach auch ziemlich faszinierend, was diesbezüglich dann doch alles möglich ist. Schließlich sind nahezu alle mittelhessischen Bahnhöfe nun attraktiv in alle Richtungen angebunden. Aber zu Mittelhessen gehört ja auch noch das Gebiet der Wetterau. Und die ist natürlich ebenfalls gut angebunden. Die Zentralisierung auf Frankfurt ist auch hier spürbar. Neben der wie bisher stündlichen Regionalbahn von Frankfurt nach Glauburg-Stockheim wird es künftig auch eine stündliche Regionalbahn von Frankfurt über Friedberg nach Nidda geben. Der Glauburger Zug wird in der HVZ übrigens dauerhaft halbstündig angeboten. Der nach Nidda verkehrt dauerhaft stündlich, ergänzt sich jedoch zwischen Friedberg und Beienheim mit der Regionalbahn Friedberg-Hungen zum Halbstundentakt. Diese Regionalbahn hingegen fährt anders als die nach Nidda in der HVZ im Halbstundentakt, und zwar in Form eines zweiten Zugteils der Nidda-ARB, die dann in Beienheim geteilt wird, sodass im Berufsverkehr auch die durchgehende Verbindung Frankfurt-Hungen bestehen kann. In Hungen und Glauburg-Stockheim entstehen zwischen den RBs aus Frankfurt und Friedberg sowie der Regionalbahn Gießen-Gelnhausen neue Taktknoten, während, Ironie des Schicksals, der heutige Taktknoten in Nidda dann nicht mehr angeboten werden kann. Zuletzt gibt es hier heute eine stündliche, in der HVZ halbstündige Regionalbahn zwischen Hanau und Friedberg, die allerdings anders als heute nicht mehr weiter nach Gießen fährt. Aus Richtung Hanau kommend kann in Niddaau in die Regionalbahnen nach Frankfurt und Glauburg-Stockheim umgestiegen werden und umgekehrt. Von und nach Friedberg hingegen bestehen keine Anschlüsse. Dass diese RB nach Hanau verkehrt, bietet uns bereits eine neue perfekte Überleitung zum nächsten Bereich, den wir uns anschauen werden, denn gemäß dem Uhrzeigersinn geht es mit dem Verkehr in osthessischer Richtung weiter. Erstaunt hat mich persönlich, dass trotz nordmainischer S-Bahn erstaunlich viele Züge künftig nordmainisch verkehren sollen. Ein möglicher Indiz, dass trotz des geplanten Frankfurter ICE-Tunnels im Abschnitt zwischen dem Tunnelausgang und dem Beginn der Neubaustrecke nach Fulda kurz hinter Hanau möglicherweise keine Extragleise für den Fernverkehr errichtet werden sollen, was ein unnötiges Nadelöhr zur Folge haben würde. Wie heute südmainisch sollen die stündlichen Linien RE50 Frankfurt-Fulda und RB51 Frankfurt-Wächtersbach künftig immer weiter bis Bad Sohnsheim-Münster verkehren. Auf beiden Linien kann wegen der bis auf den eben angesprochenen möglichen Engpass nicht mehr behindernden Fernzüge in der Hauptverkehrszeit ein reiner 30-Minuten-Takt angeboten werden. Die Haupttaktzüge verlassen Frankfurt Hauptbahnhof beim RE50 immer zur Minute 40 und bei der RB51 immer zur Minute 46. Aber diese beiden Linien sind künftig nicht mehr die einzigen im Kinzigtal. Denn auch hier kommt eine der neuen Hessen-Express-Linien, nämlich der HEEX5, der immer zur Minute 33 ab Frankfurt fährt und lediglich in Frankfurt-Süd, Frankfurt-Ost, Hanau Hauptbahnhof und Schlüchtern hält hinzu, durch den dann die Fahrzeit Frankfurt-Fulda für den Nahverkehr auf 1 Stunde und 12 Minuten sinken sollen.
Alle diese Expresszüge verkehren weiter über Fulda hinaus, stündlich mit Halt in Hünfeld bis Bad Hersfeld. Und von dort aus immer in der einen Stunde direkt nach Eisenach und in der anderen Stunde über Bebra, Eschwege und Eichenberg bis Göttingen. Mit einer Fahrzeit zwischen Frankfurt und Göttingen von etwas über 3 Stunden ist eine schnelle Nahverkehrsverbindung bis nach Niedersachsen garantiert. In der Region Fulda gibt es ähnlich wie in Limburg wieder nur einzelne aufeinander abgestimmte Verbindungen. Der Hessen-Express zum Beispiel ist völlig anschlussfrei. Der zur Minute 57 ankommende RE50 bildet einen kleinen Taktknoten gemeinsam mit Linien nach Gießen, Abfahrt zur Minute 8 und der nach Gersfeld, Abfahrt zur Minute 11, sodass diese beiden Linien dann wieder gut an Frankfurt angebunden werden. Schlechtere Anschlüsse erreicht die auf den Taktknoten in Bebra synchronisierte Regionalbahn nach Kassel, die wie heute zur Minute 21 ab Fulda fahren soll. Völlig willkürlich ist die auf die bayerischen Taktknoten abgestimmte Regionalbahn Fulda-Ansbach im 2-Stunden-Takt, die ab Sterbfritz gemeinsam mit einer RB aus Schlüchtern stündlich fahren soll. Auch in Schlüchtern wird außerhalb der Hauptverkehrszeit leider kein Taktknoten mehr angeboten. Auch Anschlüsse von und zum Fernverkehr in Fulda wirken mehr zufällig als bewusst durchdacht, sind aber zumindest teilweise vorhanden. Wie dem auch sei, da es hier nicht mehr zu erwähnen gibt, springen wir zurück nach Hanau, wo bekanntlich die Strecke nach Würzburg abzweigt. Wie heute schon hier ein stündlicher RE-Verkehr, der Frankfurt immer zur Minute 37 verlässt und nordmainisch verkehrt. Im Berufsverkehr wird dieser halbstündig angeboten. Anders als heute enden alle REs in Würzburg. Hinzu kommt zur Minute 22 und im Berufsverkehr auch zur Minute 52 eine Regionalbahn, die über Aschaffenburg hinaus durch bis Würzburg verkehrt. Die AVZ-Verstärker enden allerdings in Aschaffenburg. RE und RB sind hier wie auf der Main-Weser-Bahn so gelegt, dass wir um eine halbe Stunde versetzt etwa zu den gleichen Minuten Aschaffenburg erreichen. Ankunft der RB ist zur Minute 40 und die des REs zur Minute 15. Etwa 5 Minuten hinter dem normalen RE hängt immer ein weiterer RE, der nicht in Karl-Dettingen und Klein-Ostheim hält und in Aschaffenburg nach Miltenberg abbiegt. Um eine halbe Stunde zu diesem RE versetzt, schaltet in Aschaffenburg mit Anschluss an die Regionalbahn nach Frankfurt eine RB nach Miltenberg. Zusätzlich schaltet in Aschaffenburg wie heute die künftig dauerhaft im 30-Minuten-Takt verkehrende RB 75 über Darmstadt nach Wiesbaden. Alle Ankunfts- und Abfahrtszeiten in Aschaffenburg sind so geschickt gelegt, dass alle halben Stunden zwischen allen 4 Richtungen umgestiegen werden kann, und da auf den hier vorgestellten Strecken die Fahrzeitdifferenzen zwischen RE und RB meistens eher gering sind, kann man auch wirklich alle halben Stunden von einem attraktiven Angebot sprechen. Von Aschaffenburg mittels eines attraktiven Umstiegs in Karl ebenfalls gut erreichbar ist die stündliche RB in Hanau-Schöllgrippen, die in der anderen Richtung aber Hanau derart komisch erreicht, dass keine attraktive Weiterreisemöglichkeit nach Frankfurt besteht. Trotz mehrfacher Bekräftigung einer regionübergreifenden Zusammenarbeit scheint auch im Deutschlandtakt das Problem der Regionalisierung spürbar zu sein. Nur so lässt sich mir erklären, dass ausgerechnet 3 bayerische Regionalbahnen in Hanau, Schlüchtern und Fulda ohne irgendeinen sinnvollen Anschluss ankommen. Gleichzeitig das deutlich kleinere Aschaffenburg von Schöllkrippen auskommt, jedoch sehr attraktiv erreicht wird. Besser in Hanau eingebunden ist die künftig in einem reinen Halbstundentakt verkehrende Odenwaldbahn. Immer im Wechsel verkehren der stündliche RE aus Frankfurt und die erst in Hanau beginnende RB nach Großumstadt-Wiebelsbach. Genau wie heute findet in Babenhausen immer ein Treffen mit der RB 75 statt und in Großumstadt besteht Anschluss zur Weiterreise nach Erbach, sowie aufgrund des dichteren Takts künftig auch bei jedem Zug Anschluss in Richtung Darmstadt. Nach all den diversen Linien ist es jetzt Grund genug, einmal den Gesamtverkehr zwischen Frankfurt und Hanau zu betrachten. Klammert man die Frage der nord- und südmainischen Fahrtroute einmal aus, wird von Frankfurt nach Hanau ohne HVZ-Verstärker zu den Minuten 33, 37, 40, 43, 46, 49 und 52 abgefahren. Die andere halbe Stunde geht außerhalb der HVZ abgesehen von der S-Bahn völlig leer aus. Besser sieht die Situation da schon zwischen Frankfurt und Darmstadt aus, wo ähnlich wie heute ein ungefährer 30-Minuten-Takt angeboten werden soll. Zur Minute 12
verlässt der neue HEEX6 den Frankfurter Hauptbahnhof, der nur in Darmstadt, Beckenbach, Bensheim, Heppenheim, Weinheim und Ladenburg hält und nach Mannheim verkehrt. Gesamtfahrzeit nur 1 Stunde 4 Minuten. Nur 3 Minuten später, zur Minute 15, verkehrt die RB 6768 ab Frankfurt, die wie heute mit 2 Zugteilen bis nur Edingen in Friedrichsfeld verkehrt, wo sie sich nach Mannheim und Wiesloch-Walldorf trennt. Da sowohl der etwas längere Aufenthalt in Darmstadt als auch die Fernverkehrsüberholung wegfällt, kommt es hierzu zum Teil deutlichen Fahrzeitgewinn. 20 Minuten später ab Frankfurt verkehrt zur Minute 37 der RE60, der künftig stündlich fährt und dessen Halte- und Fahrzeiten mit den heutigen so ziemlich übereinstimmen. Er bildet zusammen mit dem Hessen-Express einen ungefähren 30-Minuten-Takt an Expresszügen entlang der Bergstraße. Auch für Fahrgäste der kleineren Orte blüht jedoch ein Halbstundentakt, da die künftige S5 der S-Bahn Rhein-Neckar mit Anschluss an den RE60 aus Frankfurt in Darmstadt starten soll. Zielbahnhof dieser Linie ist ebenfalls der Mannheimer Hauptbahnhof. In Darmstadt gibt es wie heute einen großen Taktknoten, der nahezu identisch aufgebaut ist. Zur halben Stunde kommt zur Minute 28 der Hessen-Express aus Frankfurt an, der nach kurzem Aufenthalt zur Minute 32 weiterfährt, selbiges in der Gegenrichtung. Es besteht ein Anschluss zur RB nach Aschaffenburg zur Minute 35, der S-Bahn nach Bad Soden zur Minute 35 und der RB nach Wiesbaden zur Minute 38 und für alle Leute, die von diesen Anschlussstrecken kommen, auch zur RB nach Heidelberg, die kurz nach dem Hessen-Express zur Minute 35 abfährt. Zur vollen Stunde erreicht der Zug aus Frankfurt bereits zur Minute 54 den Darmstädter Hauptbahnhof und verlässt diesen zur Minute 56 wieder, womit nur der Anschluss aus Wiesbaden und der aus dem Odenwald mitgenommen wird. Kurz nach der vollen Stunde fahren dann wieder die üblichen Züge nach Bad Soden, Aschaffenburg und Wiesbaden ab, sowie außerdem zur Minute 9 ein Zug in den Odenwald, bei dem es sich immer im Wechsel um eine Regionalbahn und einen Regionalexpress nach Erbach handelt. Hinzu kommt zur Minute 7 die schon angesprochene S5 nach Mannheim. Zur vollen Stunde treffen sich in Frankfurt aber auch immer die Fernzüge der Linien Karlsruhe-Berlin und Frankfurt-Österreich und kurz nach der vollen Stunde fährt der ICE nach Basel ab Darmstadt, sodass auch diese hier anschlusstechnisch eingebunden sind. Gleich schon mal vorab, 2 Linien in Darmstadt habe ich euch bisher verschwiegen, denn zu diesen kommen wir erst gleich noch. Zuerst schauen wir doch noch kurz in den Odenwald, wo sich die stündlichen Züge aus Darmstadt ab Darmstadt Nord mit ebenfalls stündlichen Zügen aus Frankfurt zum Halbstundentakt ergänzen sollen. Von diesen Frankfurter Zügen fährt jeder zweite als einziges über Erbach hinaus bis nach Eberbach. Ebenfalls doppelt so oft ab Frankfurt wie heute verkehrt künftig auch die Dreieichbahn, die Frankfurt immer zu den Minuten 28 und 58 verlassen soll und im Halbstundentakt bis die Burg angeboten werden soll. In Oberroden besteht Anschluss von und zur S-Bahn aus Offenbach an die RB nach Dieburg und umgekehrt. Die Übereckverbindung von der Dreieichbahn aus Buchschlag zur S1 ist nur im Berufsverkehr, wenn die S1 alle 15 Minuten verkehrt, attraktiv. Die Dreieichbahn erreicht Dieburg dann künftig so, dass ein attraktiver Umstieg nach Aschaffenburg möglich ist. Der nach Darmstadt hingegen wird leider knapp verpasst. Da man das aber dann doch nicht so hinnehmen wollte, fährt zum Ausgleich jede zweite Dreieichbahn selbst weiter nach Darmstadt, erreicht dieses jedoch erst zur Minute 33, womit der Anschluss an den Hessen-Express nach Mannheim verpasst wird und die zur S3 nach Bad Soden und zur RB nach Heidelberg bzw. Mannheim auf ein 2-minütiges Minimum schrumpfen. Lediglich nach Wiesbaden ist so noch ein attraktiver Umstieg möglich. Diese RB ist, nach einem 6-minütigen Aufenthalt, auf die RB nach Pfungstadt durchgebunden, die Darmstadt so künftig immer als Minute 39 verlässt. Neu durch den Halbstundentakt an Regionalbahn bzw. Regionalbahn und S-Bahn entlang der Bergstraße ist auch ein entstehender 5-Minuten-Umstieg in Eberstadt von den S-Bahnen aus Mannheim auf die RB nach Pfungstadt und umgekehrt. Aber von Darmstadt soll künftig noch eine weitere Linie ausgehen, nämlich der neue Hessen-Express 2, der immer zur Minute 5 und 35 zu seiner Fahrt direkt nach Wiesbaden über den Frankfurter Flughafen Fernbahnhof aufbricht.
Dieser nahezu ausschließlich auf den entsprechenden Neubaustreckenverkehr Zug lässt die Fahrzeit zwischen dem Darmstädter Hauptbahnhof und dem Frankfurter Flughafen auf 16 Minuten sinken, die zwischen Wiesbaden und dem Frankfurter Flughafen ebenfalls auf 16 und die zwischen Wiesbaden und Darmstadt auf dementsprechend 34 Minuten sinken. Eine absolut coole neue Verbindung, an der einzig auszusetzen ist, dass wegen des Anleihs an den Darmstädter Taxknoten jener in Wiesbaden, zu dem wir gleich noch kommen, verfehlt wird. Aber dafür gibt es von Wiesbaden aus noch pro Stunde einen weiteren Hessen-Express über den Flughafen. Dieser verkehrt nach dem Halt am Flughafen dann weiter durch den Frankfurter ICE-Tunnel, hält am Frankfurt- und am Offenbacher Hauptbahnhof, bevor er seinen Zielbahnhof Hanau erreicht. Da sich hier mit vielen Fernzügen die Strecke geteilt wird, kann kein Reihentakt gebildet werden. In der ungeraden Stunde wird Wiesbaden exakt zur vollen Stunde verlassen und Hanau zur Minute 47 erreicht. In der geraden Stunde geht es erst 17 Minuten später in der Landeshauptstadt los, wodurch Hanau erst zur Minute 2 erreicht wird. Die Fahrzeit Wiesbaden-Hanau von 47 Minuten kann sich trotzdem absolut sehen lassen. Zumal zumindest jeder zweite Zug dieser Linie auch in den Wiesbadener Taktknoten eingebunden ist. Und auch in Hanau bestehen, je nachdem zu welcher Stunde man fährt, in die meisten Richtungen recht attraktive Anschlüsse. Bevor wir uns weiter in das Gebiet um Wiesbaden und Mainz vertiefen, müssen wir zunächst noch das Kapitel Südhessen fertig machen. Denn natürlich gibt es neben der Main-Neckar-Bahn ja auch die künftig deutlich entlastete Riedbahn. Neben Erweiterungen bei der S-Bahn Rhein-Main, zu dem wir nachher noch kommen, gibt es künftig im 30-Minuten-Takt eine RE Frankfurt-Mannheim und ebenfalls alle 30 Minuten eine S-Bahn Biblis-Mannheim, beide immer im Wechsel über Mannheim-Neckarstadt und Mannheim-Käfertal. Künftig gibt es in Bürstadt auch einen 10-Minuten-Umstieg vom RE aus Mannheim auf die RB-Linie Worms-Bensheim, die sich auch künftig hier treffen wird, dann jedoch alle 30 Minuten verkehren soll. In Bensheim erreicht man gen Mannheim nach wie vor die RB 67-68 in Richtung Frankfurt auch, allerdings zusätzlich noch den schnelleren RE60. Auch die RB 69 Weinheim-Fürth soll nahezu unverändert verkehren mit selbigen Anschlussbeziehungen in Weinheim. Jetzt aber nach Wiesbaden, wo es wie angekündigt genau wie heute einen Taktknoten geben soll. 10 Minuten, 22 und 52 kommt die uns schon bekannte RB 75 aus Aschaffenburg über Darmstadt und Mainz an. Zur halben Stunde treffen sich hier daneben der RB 75 die ebenfalls halbstündigen Regionalbahnen Frankfurt-Neuwied und Wiesbaden-Niedernhausen sowie die S1. Nur zur halben Stunde kommt stündlich ein ICE hinzu, wobei es sich immer im Wechsel um einen der Linie Stuttgart-Berlin über das Ruhrgebiet und einen Wiesbaden-München-Bezug, der nach Bamberg handelt. Zur vollen Stunde kommt immer im Wechsel ein ICE nach Dresden und Berlin über Leipzig hinzu, sowie alle 2 Stunden der Hessen-Express nach Hanau. Nicht im Taktknoten eingebunden sind lediglich die S8 sowie der Hessen-Express nach Darmstadt. Außerdem soll es künftig auch die Wiesbadener Citybahn, eine Überlandstraßenbahn nach Bad Schwalbach mit Anschluss an die Züge nach Limburg geben, da allerdings zum Stadtverkehr noch keine Deutschlandinformationen vorliegen, kann ich hierzu noch nichts über Anschlussbeziehungen sagen. Gar nicht erst über den Hauptbahnhof verkehren, soll der neue stündliche RE von Frankfurt nach Kobern-Gondorf, einem Ort etwas westlich von Koblenz. Da von der über den Wiesbadener Hauptbahnhof verkehrenden halbstündigen Regionalbahn jeder zweite in Assmannshausen endet, verkehrt dieser RE so, dass man dort in ihn umsteigen kann und so die gesamte rechte Rheinstrecke halbstündig bedient wird. Gleichzeitig ergibt es für Fahrgäste westlich von Wiesbaden stündlich eine attraktive Verbindung ohne Zeitumweg über Wiesbaden nach Frankfurt. Auch auf der linken Rheinstrecke wird das Nahverkehrsangebot ausgebaut, indem der bisher 2-stündige RE2 Frankfurt-Koblenz dann stündlich angeboten werden soll. Zwischen Mainz und Koblenz kommt die RB 26 Mainz-Remagen hinzu, die zwischen Mainz und Bingen im Halbstundentakt verkehrt. Wie heute soll vom aus Koblenz kommenden RE2 in Mainz Anschluss an einen RE nach Ludwigshafen sein, dem er abwechselnd die Zielbahnhöfe Mannheim und Karlsruhe ansteuert. Unverändert zum heutigen Konzept heißt der Zielbahnhof dieser Linie in der anderen Richtung Frankfurt Hauptbahnhof, jedoch mit Laufweg Nordmainisch.
Von Mainz aus südwärts kommt die S5 der S-Bahn Rhein-Neckar hinzu, die im 30-Minuten-Takt über Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg nach Aglasterhausen mit Zugteil nach Sinsheim bzw. alle 60 Minuten nach Eppingen verkehren soll. Von dieser S5 bestehen in Mainz Anschlüsse von und zur RB 75 nach Wiesbaden und in Mainz Römisches Theater zur S-Bahn von und nach Frankfurt. Frankfurt ist auch ein gutes Stichwort für die nächsten Linien, denn neben dem stündlichen RE2 soll es noch zwei weitere Expresszüge zwischen Frankfurt und Mainz geben. Zum einen der RE3 Frankfurt-Saarbrücken und zum anderen der RB33 Frankfurt-Ida-Oberstein, der Abgau Algesheim überall hält. Zwischen Frankfurt und Mainz ergänzen sich der RE2 und die RB33 zu einem ungefähren Halbstundentakt. Der RE3 ergänzt sich hiermit nix und lässt wie heute die Halte Niederradbischofsheim und Mainz Römisches Theater aus. Er verkehrt also faktisch quasi zusätzlich. Der RE3 trifft sich aber in Mainz immer zur vollen Stunde, gleich so im Übrigen die S8, die dann immer wenige Minuten vor bzw. nach dem RE3 verkehrt. Es besteht dann immer ein kleiner Taktknoten mit Anschluss an die RB26 nach Remagen bzw. Bingen und zur vollen Stunde zum RE13 nach Kirchheim-Bolanden sowie zur halben Stunde zur RB31 nach Alzey. In Mainz gibt es so zwar keinen allumfassenden Taktknoten, alle Strecken besitzen jedoch so mehr oder weniger attraktive Anschlüsse nach Frankfurt, die meisten auch nach Wiesbaden und auch andere stark nachgefragte Verbindungen sind anschlusstechnisch aufeinander abgestimmt. Hinzu kommen die schon genannten Anschlüsse zwischen einzelnen RE- und auch ICE-Linien. Kommen wir zur S-Bahn Rhein-Main, die ebenfalls einzelne Änderungen aufweist. Die S1 und S2 fahren sowohl in Bezug auf Laufweg, Takt und Fahrzeiten nahezu identisch zu heute. Gleiches gilt für die S3 und die S4, womit im momentanen Deutschlandtaktentwurf ausdrücklich nicht der angedachte Tausch der Südäste von S3, 4 und S6 enthalten ist. Erstaunliche Änderungen gibt es erst ab der S-Bahn-Linie Nummer 5, deren Linienweg künftig Usingen-Hanau lauten soll. Alle 30 Minuten soll eine S-Bahn in Usingen im Taunus starten, ab Bad Homburg herrscht ein dauerhafter 15-Minuten-Takt. Weiter geht es durch den Citytunnel und anschließend nordmainisch nach Hanau. Meistens wird hier ein 15-Minuten-Takt angeboten. Zur Schwachverkehrszeit jedoch endet hier der zweite Zug bereits in Frankfurt-Main-Chur. Diese endenden Züge sind dann jeweils jene, die bereits in Usingen gestartet sind, sodass eine durchgehende Fahrt von Usingen bis Hanau in der Schwachverkehrszeit nicht möglich ist. Doch kommen wir zur S6, die auch künftig Frankfurt-Süd mit Friedberg verbinden soll. Der Grundtakt bleibt zwar ein 30-Minuten-Takt, jedoch wird bis Großkarben dauerhaft und bis Friedberg im Berufsverkehr alle 15 Minuten gefahren. Voraussetzung hierfür ist im Übrigen der vollständige viergleisige Ausbau der Strecke bis Friedberg, der ja allerdings geplant ist. Die S7, Achtung festhalten, ist im Deutschlandtakt für die Strecke Worms-Hanau eingetragen, wobei zwischen Frankfurt und Hanau die S9 ersetzt werden soll. Die gesamte Strecke soll in einem durchgehenden 30-Minuten-Takt bedient werden. Zwischen Groß-Gerau-Dornberg und Frankfurt Hauptbahnhof soll in der HVZ alle 15 Minuten gefahren werden. Die S7 und auch der RE70 sollen im künftigen über das neue Terminal 3 am Frankfurter Flughafen verkehren. Die S8 verkehrt wie heute alle 30 Minuten von Wiesbaden nach Offenbach Ost und im Berufsverkehr weiter bis Hanau. Zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Rüsselsheim-Opelberg soll im 15-Minuten-Takt gefahren werden. Dafür fällt die S9 künftig vollständig weg. Zwischen Hanau und Rüsselsheim wird sie, wie angesprochen, durch die S7 und die S8 Zwischentakte ersetzt. Die schnellere Verbindung zwischen dem Flughafen und Wiesbaden ohne Umweg über Mainz soll durch den HEX2 ersetzt werden. Und auch bei der Verbindung Frankfurt-Wiesbaden wäre man dank halbstündiger RB10 nicht mehr auf die S9 angewiesen. Und nur für die verbleibenden Fahrgäste zwischen Rüsselsheim und Wiesbaden scheint sich die S9 offenbar nicht mehr zu lohnen, weshalb sie ab hier ersatzlos wegfallen soll, zumindest nach momentanem Planungsentwurf. Die Anzahl der Züge im Citytunnel Frankfurt bleibt im Übrigen gleich, sodass hier keine kostenspieligen Erweiterungen nötig werden. Ein verbessertes Angebot wird es insbesondere in den Taunus, nach Friedberg, nordmainisch nach Hanau und ins Ried geben. Nach Frankfurt Süd und Wiesbaden sollen hingegen künftig weniger S-Bahn-Züge angeboten werden.
Doch zu den konventionellen S-Bahnen kommt noch die Regionaltangente West, bei der es sich um zwei halbstündige, sich zum 15-Minuten-Takt ergänzende Linien handelt. Zum einen soll es von der Isenburgstadt nach Bad Homburg, zum anderen von Dreieich-Buchschlag nach Braunheim gehen. Diese Linien sollen voraussichtlich mit Stadtbahnfahrzeugen verkehren und in Neu-Isenburg, Frankfurt Stadion, am Frankfurter Flughafen in Frankfurt Höchst und in Eschborn Süd Umstiege auf die S-Bahn bilden, womit sie eine Art Halbring im S-Bahn-Netz bilden sollen. Außerdem sind bei der bisherigen Reise durch Hessen folgende in der unmittelbaren Frankfurter Umgebung verkehrende Linien unter den Tisch gefallen. Wie heute soll es alle 30 Minuten die RB11 Frankfurt-Höchstbad Soden und die RB12 Frankfurt-Königstein geben. Ebenfalls künftig alle 30 Minuten verkehren die RB15 Usingen-Brand-Oberndorf und die RB16 Bad Homburg-Friedrichsdorf. Die RB15 startet und endet im Berufsverkehr wie heute in Frankfurt. Viele der jetzt vorgestellten Linien treffen sich am Frankfurter Hauptbahnhof, an dem es, anders als ich das zum Beispiel erwartet hätte, keinen großen Taktknoten gibt. Andererseits fahren viele Nahverkehrslinien, wie ihr ja gerade gesehen habt, ausreichend oft, um längere Umstiege zwangsläufig zu vermeiden. Und gerade im Fernverkehr sind zumindest die nachgefragtesten Relationen anschlusstechnisch verknüpft. Allgemein kann man sagen, dass zwar gerade in den mittelgroßen Städten, wir haben das ja zum Beispiel in Gießen, Wiesbaden oder Darmstadt gesehen, attraktive Taktknoten entstehen sollen, die großen Bahnhöfe bleiben aber, was das betrifft, eher wie bisher. Wobei ich als Kunde natürlich auch lieber 20 Minuten in Frankfurt als in Friedberg auf einen Zug warten möchte. Wen die genauen Abfahrtszeiten interessiert, dem sei die Website Granat empfohlen, wo in der Datenbanksuche die voraussichtlichen Abfahrt- und Ankunftspläne verschiedenster Bahnhöfe eingesehen werden können. Link in der Videobeschreibung. Übrigens, Angaben zu Gleisbelegungen und eingesetzten Fahrzeugen kann ich an dieser Stelle im Übrigen nicht machen, zumal die Fahrzeuge so oder so im Rahmen der Ausschreibungen von den Verkehrsverbünden selber bestellt werden müssen. Eine interessante Sache bleibt mir zum Ende des Videos jedoch doch noch. Denn wenn alle Nah- und Fernzüge zu jeder Stunde gleich fahren, dann sind auch die übrig bleibenden Freiräume für den Güterverkehr zu jeder Stunde dieselben. Und deshalb gibt es im Deutschlandtakt auch vorgeplante Güterzugtrassen, welche vom Güterverkehr dann in der hypothetischen Annahme nahezu vollständiger Pünktlichkeit bequem ausgefahren werden könnten, ohne dem heute bekannten ätzenden Warten auf Überholungen, dem Auflaufen auf Regionalbahn und so weiter und so weiter. Unterschieden wird zwischen Plan- und Flexitrassen. Was sie bedeuten, ist wohl banal. Da bei den Plantrassen bereits vorher bekannt ist, für welchen Zug sie vorgesehen sind, werden sie in Trassen für Schnellgüterzüge, die 120 km schnell sein sollen, Standardgüterzüge, die 100 km schnell sein sollen und sogenannte Kurzläufer unterschieden. Die meisten Trassen sind solche für Standardgüterzüge oder eben Flexitrassen. Natürlich sind dies keine fertigen Fahrpläne für einen kompletten Güterzug, da sich diese ja auch unmöglich Jahre im Voraus planen lassen können, da der Bedarf für solche logischerweise erst kurz vor sich entsteht. Doch diese Güterzugtrassen ermöglichen es, schnell von einem Knoten in den nächsten zu gelangen. Das kann man ungefähr mit der Autobahn für LKWs vergleichen. Am Beginn seiner Reise fährt der Güterverkehr wie heute, ohne Jahre im Voraus festgelegte Trasse, von seinem Startpunkt zum nächsten Güter- bzw. Rangierbahnhof. Im Rhein-Main-Gebiet sind solche Sammelpunkte Mainz-Bischofsheim, Friedberg und etwas weiter südlich Neuedingen-Friedrichsfeld sowie der große Mannheimer Rangierbahnhof. Bis zu diesem Punkt muss der Güterzug wie heute mit einer eher kurzfristig dazwischen gemogelten Trasse, mit einigen Überholungen und dem Auflaufen auf Regionalbahn leben. Wenn ein Güterzug dann aber diesen Punkt erreicht hat, kann er eine der vorgefertigten Trassen nehmen und dann wie auf einer Autobahn freie Fahrt bis zum nächsten größeren Güterbahnhof genießen, mit attraktiven Fahrzeiten, zum Beispiel Bischofsheim-Gremberg in ca. 2 Stunden, Friedberg-Hagen in 1,5 Stunden oder Mannheim-Basel in je nach Trasse 3 bis 4 Stunden. Von diesen nächsten größeren Bahnhöfen kann man dann entweder in eine neue Trasse weiterfahren oder man verlässt quasi die Autobahn, um in der Metapher zu bleiben, und fährt auf die herkömmliche Art und Weise zu seinem Ziel. Trassen außerhalb dieser Hauptkorridore, die allerdings trotzdem dauerhaft befahren werden und bei denen sich deshalb eine vorgefertigte Trasse lohnt, dienen den sogenannten Kurzläufertrassen. Im Rhein-Main-Gebiet gibt es eine solche Trasse zum Beispiel stündlich zwischen Frankfurt-Ost und Bischofsheim und zweistündig zwischen Frankfurt-Griesheim und Frankfurt-Ost.
sogenannte Schnellgüterzugtrassen, gibt es immer dann, wenn auf einer Schnellfahrstrecke Güterzugtrassen angeboten werden. Was für manch einen jetzt vielleicht zunächst absurd klingen mag, ist bereits heute vereinzelt, insbesondere nachts, der Fall. So ist es für Güterzüge, die es besonders schnell haben wollen, zum Beispiel eine stündliche Trasse zwischen Würzburg und Hannover vorgesehen, die über die Schnellfahrstrecke führt und die beiden Städte so in circa 3 Stunden verbindet. Was das für die Gesamtfahrzeit von Güterzügen aus den Alpen bis an die Nordsee bedeutet, kann sich jeder selbst denken. Nach diesem kurzen letzten Exkurs wäre ich dann tatsächlich auch mal am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, dass ihr trotz der etwas längeren Länge und des vielleicht manchmal auch trockenen Themas einige interessante Sachen dazugelernt habt, dass es euch gefallen hat und ich würde mich freuen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.